Dominator, der Unbesiegbare, die Inkarnation der Kraft. Nur er widersteht den Mächten der Finsternis, die das lebensspendende Licht zerstören wollen. Seine Feinde setzen alles daran, ihn zu vernichten, denn er hält das Schicksal der ganzen Menschheit in seinen starken Händen. Miles O'Keefe ist Arthur, der Unbesiegbare. Er weiht Leib und Leben dem Kampf gegen die wilden Horden des Bösen, die mit aller Macht versuchen, den größten Zauber der Geheimwissenschaft seines Meisters an sich zu bringen. Arthur, der Unbesiegbare. Seine Feinde sind von unmenschlicher Roheit und Brutalität. Mit blutigen Opferritualen beschwören sie die Götter der Finsternis. Doch mit Feuer und Schwert stellt er sich ihnen entgegen. Ruht die Hoffnung der ganzen Menschheit. Nur er kann sie vor der grausamen Schreckensherrschaft der Barbaren retten. Arthur, der Unbesiegbare. Sendbote der Götter. Unerschrockener Superheld. Nur sein Herz ist verwundbar. Er leidet mit den Menschen, die immer wieder von den tierischen Horden seiner Erzfeinde gequält und dahingemetzelt werden. Sie bringen Tod, Vernichtung und unendliches Leid über ein friedliches Volk, das unfähig ist, sich selbst zu verteidigen. Doch er fährt unter sie wie ein Racheengel. Ein Superman in seiner Kraft. Superman auch in seinem Zorn. Arthur, der Unbesiegbare. Mutig nimmt er jede Herausforderung an. Er wirft sein Leben in die Waagschale und tötet ohne Gnade, um unschuldiges Leben zu retten. Arthur, der Unbesiegbare. Unerschrocken stellt er sich den Urmonstern der Tiefe. Unbesiegbar trotzt er ihren dämonischen Kräften. Sie sind unsichtbar! Unüberwindlich bleibt er gegen die Mächte der Finsternis. Und unschlagbar besteht er im Kampf gegen die Tücken und Waffen seiner Gegner. Wo immer er auftaucht, verbreitet er Angst und Schrecken unter seinen Feinden. Miles O'Keefe ist Arthur, der Unbesiegbare. Getrieben von der Liebe zu einer sterblichen Frau, stürzt er sich in immer neue, atemberaubende Kämpfe und Abenteuer. Arthur, der Unbesiegbare.